An Halloween schmeißen kleine Trick-or-Treater mit Eiern, wenn ihr eure Haustür nicht öffnet. Das ist noch harmlos. In diesem Video geht es um Munition, die so ekelhaft ist, dass ihr euch überlegt, ob normale Kugeln nicht die bessere Wahl wären. Ihr erinnert euch noch an die Schneekugeln in South Park, dem Videospiel? Tja, die gibt es auch in Gelb. Jeder weiß, was hinter der gelben Farbe steckt. Und die gelben Schneekugeln machen sogar mehr Schaden. Wir versprechen euch, dass diese Munition noch die harmloseste auf unserer Liste ist. Und schon geht's los. Mindestens 5% aller Deutschen leiden unter Arachnophobie, der Angst vor Spinnen. Wir gehen mal davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Irgendein Witzbold von einem Entwickler hat sich passend für diese Personengruppe die ultimative Folterwaffe ausgedacht. Eine Pistole, die Spinnen verschießt. Etwas präziser formuliert, verschießt diese Pistole aus Unreal 2 The Awakening wabblige Brutsäckchen voller lebender Spinnen, die sich auf dem Getroffenen verteilen und für nackte Panik sorgen. Das Säckchen zerbricht und hinaus strömen Dutzende kleiner Spinnen, die in jede Körperöffnung krabbeln. Das Schlimmste ist, dass diese Spinnenjungtiere nicht mal viel Schaden machen. Sie lenken ihre Opfer nur ab. You can still use them when their reservoirs are empty, but they'll draw blood directly from you. Die schöne Rain aus dem gleichnamigen Blood Rain ist eine unwiderstehliche Kombination aus Mensch und Vampir. Obwohl sie selbst zur Hälfte Vampir ist, ist sie in Blood Rain 2 auf der Suche nach ihren Halbgeschwistern, um sie vom Angesicht dieser Erde zu löschen. Ihr Blut wirkt auf die anderen Halbvampire tödlich. Und das nutzt diese brutal aussehende Waffe aus. Die Handfeuerwaffe zapft Rain das Blut ab, wenn ihre Munition aufgebraucht ist, und nutzt dieses Blut als Waffe. Rains Gesichtsausdruck nach ist die Benutzung dieser Pistole allerdings ziemlich schmerzhaft. You guys place too rough. Am 1. April 2009 fügten die Entwickler von Team Fortress 2 einen genialen Aprilscherz in ihr Spiel ein. Das Uringlas, ein buchstäblich volles Glas mit Pisse. Die Waffe kam so gut an, dass sie später fester Bestandteil des Spiels wurde. Der Sniper kann das Uringlas auf gegnerische Einheiten werfen, die dadurch für 10 Sekunden Minicrits erleiden. Getroffene Gegner werden gelb gefärbt und hinterlassen gelbe Tropfen. Außerdem haben sie ein gelb gefärbtes Sichtfeld. 20 Sekunden dauert es nur, bis das Uringlas wieder aufgeladen ist, also musst du immer mal wieder eine kleine Pinkelpause einlegen. Das Glas mit der gelben Flüssigkeit ist die beliebteste Sekundärwaffe des Snipers. In Half-Life 2 erhältst du ein Achievement dafür, wenn du mit der Gravity Gun ein Klo anhebst und damit deine Feinde abschießt. Der Name des Achievements lautet Flushed, also gespült. Und du bekommst es, wenn du mindestens einen Gegner mit einer abgefeuerten Toilette ins Jenseits befördert hast. Diese herrenlosen Toiletten findest du im Nova Prospect Level, wo sie in der Ecke liegen und von dir aufgehoben werden können. Ein Klo mit rumzuschleppen macht Spaß. Und Headcrabs zerspringen herrlich in all ihre Einzelteile, wenn sie von deinem Klo getroffen werden. Es war klar, dass Hideo Kojima dahinter steckt, wenn es in einem Spiel möglich ist, all seine Körperflüssigkeiten in eine Waffe zu verwandeln. Sam kann in Death Stranding sein Duschwasser, seinen Urin, sein Blut und seine Exkremente nutzen, um damit Munition zu schaffen. Eine Ex-Granate enthält zum Beispiel Sams kondensierte Exkremente, die bei seinem Toilettengang gesammelt werden. Die Granate explodiert, wenn sie geworfen wird, und die unter hohem Druck stehenden Gase entweichen. Selbst Bosse werden von solchen Geschossen eine Zeit lang betäubt. Wenn Sam mit Blutbeuteln wirft, färbt sich die Luft rot. Es sieht aus, als wenn er bei einem Angriff mindestens einen halben Liter Blut verbrauchen würde. Ein bisschen viel, wenn ihr uns fragt. Borderlands 3 hat zwei verschiedene Waffen, die buchstäblich mit heißer Kacke auf den Feind schießen. Hot Drop sieht schon unappetitlich aus, wenn sie als Ladung verschossen wird, aber es wird noch schlimmer. Die verschossene Ladung erzeugt einen Lavapool auf dem Boden, der Feuerschaden macht. Es war klar, dass die Entwickler auch noch das passende Gegenstück ins Spiel packen würden. Und das ist die Piss Grenade. Diese Granate bespritzt Feinde mit dampfend heißer Flüssigkeit, was alle Statuseffekte außer Kryo entfernt. Witzigerweise kann das auch ein Vorteil sein. Sollte einer deiner Verbündeten zum Beispiel in Flammen stehen, kannst du auf ihn pinkeln, um ihn zu retten. Hey. Okay. Die vielleicht widerlichste Waffe dieser Liste stammt aus Red Dead Redemption Undead Nightmare. Die Blunderbuss selbst sieht so alt aus, als wäre sie antik. Aber mit der richtigen Munition ist die Knarre einfach nur krank overpowered.
Sie ist die stärkste und effektivste Waffe im Spiel und explizit auf die Untoten zugeschnitten. Die Munition für die Blunderbuss besteht aus wahllos allen Körperteilen, die die Zombies hergeben. Augen, Ohren, Zungen, alles kann geladen werden und als Patrone eingesetzt werden. Ein Schuss und jeder Untote zerplatzt wie eine runtergefallene reife Wassermelone. Die Blunderbuss ist zwar super mächtig, aber das kann auch ein Nachteil sein. Denn womit willst du die Blunderbuss laden, wenn alle Untoten pulverisiert werden und keine Leichenteile übrig sind? Der Shark-O-Matic aus dem Shark Attack Pack DLC für Saints Row the Third verschießt einen stetigen Strahl schleimiger Fischgedärme. Die Person, die von dieser ekelhaften Brühe getroffen wird, gerät entweder in Panik oder ergreift die Flucht. Absolut verständlich. Die Fischgedärme haben allerdings noch einen weiteren Zweck. Sie dienen als Köder für einen großen weißen Hai, der unter dem Opfer aus dem Boden bricht und es brutal verschlingt. Im Grunde ist die Shark-O-Matic überall einsatzbereit, außer an Bord eines Flugzeugs oder auf einem Schiff. Ansonsten ist die Waffe tödlich. In einem der vorherigen Videos haben wir euch die Haifischpistole aus Armed and Dangerous vorgestellt. Die Shark-O-Matic ist sehr wahrscheinlich eine liebevolle Hommage an diese Waffe. Einzelne Personen mit ekelhafter Munition zu besudeln, ist ja schön und gut. Noch befriedigender wird es, wenn du ganze Häuserreihen und Straßenzüge mit Tonnen von Dreck verschandeln kannst. Saints Row 2 hat zu diesem Zweck eine Mission namens Septic Avenger eingebaut, die dich einen Abwassertanker steuern lässt. Der Laster hat obendrauf eine Kanone montiert, die du in jede Richtung steuern kannst, die du willst. Der Fäkalientransporter steht dir nun voll und ganz zur Verfügung und du kannst deine Lasterhaftigkeit richtig ausleben. Das Geschrei ist vor allem groß, wenn du unschuldige Passanten mit deiner Gülle durchtränkst. Die Waffe mit den lebenden Spinnen ist unser Favorit. Welcher ist eurer? Schreibt uns in die Kommentare, holt euch ein Herzchen ab und genießt euer hoffentlich freies Wochenende. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal!